grüne Gedanke setzt sich auch in Unternehmen immer mehr durch. Das Thalgauer Unternehmen Sony DRDC betreibt diesbezüglich kein Greenwashing, sondern lebt täglich den grünen Gedanken. Seit 1991 gibt es den Betrieb im Salzburger Flachgau. Schon 2010 wurde das Umweltprogramm Road to Zero ins Leben gerufen. Dazu zählt auch, den Strom aus erneuerbarer Energie zu beziehen und den Fuhrpark so CO2-neutral wie nur möglich zu gestalten. Ende des letzten Jahres entschloss man sich, die Firmenflotte auf Hybrid- und Elektrofahrzeuge umzustellen. Den dazu notwendigen Strom liefert die Salzburger AG mit 20 E-Ladepunkten. Um die Reichweite der Fahrzeuge zu erhöhen, wurden auch bei den Nutzern von Firmenfahrzeugen zu Hause Ladepunkte der Salzburger AG installiert. Für den Senior Vice President Werner Gangl sind neben innovativen Kühlsystemen in den Rennräumen, energieeffiziente Programme im ganzen Haus und einer Polycarbonat-Recycling-Anlage, die Photovoltaikanlage am Dach und die E-Ladestationen die Highlights am Weg zu Road to Zero. Sony hat da bereits 2010 das Umweltprogramm Road to Zero ins Leben gerufen. Road to Zero ist einmal grundsätzlich befasst sich damit, oder das Ziel dahinter ist, dass alle unsere Geschäftstätigkeiten praktisch nachhaltig und umweltneutral sind. Die Highlights sind sicher unser Photovoltaikkraftwerk am Dach da hier in Thalgau, die E-Ladestationen wie angesprochen, der Umstieg auf E-Mobilität. Die Salzburger AG ist ein Full-Service-Anbieter, wenn es um die Errichtung von E-Ladepunkten in Unternehmen geht. Alles aus einer Hand. Dies beinhaltet die Planung, die Grabungsarbeiten durch Subunternehmer, die Errichtung und die Abnahme der E-Ladepunkte durch Fachpersonal der Salzburger AG und schlussendlich auch die Abrechnung sämtlicher Ladungen der Fahrzeuge. Um die Reichweite der Fahrzeugflotte zu erhöhen, entschloss man sich bei Sony, auch bei den Nutzern der Firmenfahrzeuge zu Hause Ladepunkte zu errichten. Bevor dies jedoch umgesetzt werden kann, gibt es einen Bestandscheck durch die Salzburger AG. Hans-Peter Buchecker ist heute bei Markus Friedenbichler. Er berät, wo die Wallbox am besten platziert wird und prüft, ob auch genug Leistung vorhanden ist. Zuerst wird einmal der Standort festgelegt von der Wallbox, wo die jetzt dann montiert werden soll. Im weiteren Schritt wird dann der E-Verteiler gecheckt. Da wird geschaut, ob noch Platz ist, damit man zusätzlichen FI- und Leitungsschutzschalter einbauen kann. Und des Weiteren wird auch die Hausanschlusssicherung überprüft, ob die auch groß genug ist für die Absicherung. Sind alle Voraussetzungen gegeben, werden die technischen Services der Salzburger AG informiert. Diese kümmern sich dann um die Montagearbeiten. Markus Friedenbichler bekommt in naher Zukunft ein Hybrid-Dienstfahrzeug. Da der Großteil seiner Dienstfahrten im Bereich von rund 50 Kilometern liegt, garantiert die Wallbox zu Hause, dass ca. 80% elektrisch gefahren wird. Nur für Dienstfahrten nach Tschechien wird dann der Verbrenner eingesetzt. Persönlich bin ich erstens einmal stolz, dass wir ein Unternehmen sind, das was einfach diesen grünen Gedanken wirklich lebt, Sachen umsetzt. Und das Zweite ist natürlich auch, diesen Vorteil zu haben, wirklich zu Hause aufzuladen und dann einen Aktionsradius von mehr als 50 Kilometer rein elektrisch zurückzulegen. Für mich persönlich wird es heißen, ich brauche eigentlich nur mehr auf die Dienstfahrten nach Tschechien wahrscheinlich den Benzinantrieb und den Großteil meiner Fahrten. Ich bin gespannt, aber mehr als 80% müsste ich dann eigentlich in der Lage sein, elektrisch zum zurücklegen. Die Grabungsarbeiten in Thalgau sind abgeschlossen. Nun geht es um die Montage der E-Ladepunkte. Darum kümmern sich die technischen Services der Salzburger AG. 20 solcher E-Ladepunkte werden montiert. Da diese freistehen, werden Standfüße benötigt. Worauf es bei der Montage ankommt, erläutert uns Nasir Khan. Wenn die ganzen Vorarbeiten sauber gemacht haben, wie Fundament, Kabelquerschnitt, dann können wir eigentlich schon starten mit dem Montieren vom Standfuß, schließen die Kabel in der Wallbox an und dann kann das Prüfen schon losgehen. Seitens Sony DRDC ist man mit dem Baufortschritt sehr zufrieden. Wir haben uns natürlich bei der Auswahl von dem Partner von den Erfahrungen in der Vergangenheit leiten lassen und da war die Salzburger AG, die mehr als 30 Jahre schon Partner von uns ist, erste Wahl und ist auch dieses Mal wieder bestätigt worden. Wir sind also super zufrieden mit der Ausführung, mit der Sauberkeit, mit der Termintreue, also kann man nur ein 1A-Zeugnis ausstellen. Bis Elektrofahrzeuge entsprechende Reichweiten erzielen, setzt man bei Sony auf die Brückentechnologie Hybrid. In naher Zukunft werden gesamt 20 solcher Fahrzeuge angeschafft. 9 sind bereits im Einsatz. Bei unseren Dreharbeiten sind diese aber on the road. Auch 2 reine E-Autos stehen den Mitarbeitern von Sony zur Verfügung.
Diese können nun an den neuen E-Ladepunkten geladen werden. Robert Denk ist bei Sony für das Projekt E-Ladeinfrastruktur zuständig. Er freut sich über die positive Resonanz der Mitarbeiter. Die ersten Wochen, es funktioniert alles perfekt. Mittlerweile sind eben auch die Ladekarten ausgegeben worden an die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter haben das jetzt mittlerweile eben auch ausprobieren können, wie das Laden am Standort funktioniert. Und ich bis jetzt habe ich keine negativen Rückmeldungen eben bekommen, sondern es funktioniert alles perfekt. Bei Firmenladelösungen sind Ladekarten sehr beliebt. Auch Sony hat sich dafür entschieden. Mit diesen Karten kann sowohl am Firmenstandort, zu Hause als auch an öffentlichen Ladestationen geladen werden. Als Alternative gibt es noch die App Stromladen. Eine Herausforderung bei der Abrechnung sind die Ladungen zu Hause. Beim Zuhause-Laden gibt es die Herausforderung, dass der Strom ja auf einen Zähler läuft und der Strom, der fürs Auto bezogen wird, können wir der Firma Sony übermitteln und die Firma Sony kann das seinen Mitarbeitern dann auch wieder refundieren. Bei Hybridfahrzeugen besteht natürlich immer die Gefahr, auf Elektro zu verzichten und nur im Verbrennermodus zu fahren. Im Hause Sony überlässt man aber nichts dem Zufall und so werden zukünftig die Verbrauchsdaten aus den Stromladungen analysiert, freiwillig und mit Zustimmung der Mitarbeiter. Das war uns von Anfang an ganz wichtig, weil das war wirklich einer der Punkte, betreiben wir mit diesem Plug-in-Hybriden Greenwashing und da haben wir sozusagen ganz klar Position bezogen und sagen, nein, wir wollen die Autos so nutzen, wie es konzipiert sind. Und von Anfang an haben wir die Mitarbeiter gesagt, um sozusagen unsere Maßnahmen auch überprüfen zu können, wird es notwendig sein, einfach also die Verbräuche anzuschauen, zu analysieren und zu lernen. Und diese Übermittlung der Verbrauchsdaten basiert natürlich auf einer Freiwilligkeit und in der Gruppe der Mitarbeiter, die was hier diese Autos nutzen, hat es da eine einstimmige Zustimmung gegeben, dass man eben das unterstützen will durch die Bereitstellung dieser Daten. In der Zwischenzeit ist auch bei Markus Friembichler zu Hause die Wallbox installiert. Sein Hybridfirmenauto bekommt er in den nächsten Tagen. Dann steht der täglichen elektrischen Fahrt zur Arbeit und wieder nach Hause nichts mehr im Weg. Die Montage seitens der Salzburg AG erfolgte problemlos und zur vollsten Zufriedenheit. Salzburg AG hat natürlich Profis. Das heißt, das haben wir gemerkt ab dem Augenblick von der Beratung. Das ist alles sehr einfach gewesen. Die Herren, die dann da waren für die Montage, haben das in kürzester Zeit wahnsinnig sauber montiert. Also so, wie man es erwartet. Wenn ich von zu Hause wegfahre, habe ich immer voll aufgeladenes Auto, sei es jetzt für private Erledigungen oder wenn ich jetzt in die Firma fahre. Und das erhöht den Aktionsradius natürlich schon signifikant. Einen Teil des Stroms für die E-Ladepunkte beziehen die Thalgauer aus der hauseigenen Photovoltaikanlage. 2700 Paneele wurden auf einer Fläche von rund 8000 Quadratmetern am Flachdach montiert. Damit werden rund 840.000 Kilowattstunden Strom jährlich erzeugt. Das entspricht dem Jahresverbrauch von rund 200 Einfamilienhaushalten. Wir verbrauchen den gesamten Strom, den wir da produzieren, in-house. Also wir liefern eigentlich normalerweise nichts ins Netz zurück. Es geht auch ein gewisser Teil. Nun auch, Strom hat kein Maschel drauf, also so kann man es jetzt nicht genau sagen. Aber definitiv geht da auch Strom in die Ladestationen rein. Nähere Informationen zur Wallbox oder zu PV-Anlagen erhalten Sie bei der Serviceline der Salzburg AG unter 0800 660 660 oder auf salzburg-ag.at/e-mobilität.